Ganz was Unverfängliches, Herr Scholz. Hält der Schulfrieden? Er hält. Auf Abgeordnetenwatch sagen Sie was anderes. Ich habe es extra nochmal überprüft, Herr Scholz. Das stimmt gar nicht. Und die Frage ist gar nicht gestellt worden nach dem Schulfrieden auf dieser Seite Abgeordnetenwatch. Und deshalb ist es nur gelegentlich einer differenzierten Berichterstattung, wie zum Beispiel im Hamburger Abendblatt gelungen, die Verfälschungen, die dadurch politische Manipulationen in die Öffentlichkeit gelangen sollten, nicht öffentlichkeitswirksam werden zu lassen. Ich kann es verstehen, wenn Sie immer wieder nervös werden bei der Frage, aber so ist es einfach nicht. Und der Begriff Manipulation lasse ich da auch nicht stehen. Doch, müssen Sie. Das einfach nicht stimmt. Ich sage es ausdrücklich, Sie müssen das tun. Und es ist etwas, das man nicht tut.